bleibt immer in deinem Arsch hängen, ne? Mit dem Hals, wenn ich dann so ein bisschen kühle. Das klingt auch richtig für den Hals. Ja, ja. Das klingt genau richtig für den Hals. Das bleibt, Mann, nein, ach, ist das nicht. Das ist genau, als wenn ich Kokos essen würde. Ja, natürlich. Hier, komm hin. Alter. Hier ist eingeschrieben, sieht gut aus. Danke, Harley. Gute Ralf. Das hört vielleicht nur auf zu hoch, ist ja nicht gut. Ja, ja. Hau, hau, hau. Na, Kika, Moritz, ich helfe mir einfach. Mach doch mal her wenigstens hier, nicht so ein dünner Lutscher. Oder? Süßholz probieren. Süßholzlutscher. Also, selbst wenn mir das gefällt, könnte ich das nicht tun auf Dauer. Weil? Naja. Tut weh, der Hauer. Nee, kommt mir so vor, als ob ich angefickt wurde von Alex. Ja, genau. Das ist ja nun mal gar nichts so. Ich wollte aber Marlies Bescheid sagen, damit sie endlich kommt, guckt und glücklich ist. Damit sie wenigstens ein positives Erlebnis heute hat, seid ihr Bescheid, dass das jetzt noch schön war. Ich habe sie eröffnet. Das bedeutet das. Okay. Ja, aber das muss man nicht extra machen. Ja, also wahrscheinlich teilen. Ja, wahrscheinlich so schneiden, meinte sie ja. Ne? Und dann wahrscheinlich auch als PDF speichern, wahrscheinlich, oder? Oh, bearbeiten? Ich freue mich so. Aber warum sind das denn nur Zoom-Bilder? Ich hätte doch noch ein Bild abgeben können.
Ja, wieso hast du denn nicht? Ja, wo sie gemeint hat, das passt nicht rauf. Das ist ein Blödsinn. Ja. Willst du deine? Ich muss ein bisschen mehr Geld haben, oder? Ja, die haben es ja auf eins draufgeklickt. Sie meinte, ich muss zweimal das machen. Guck mal, Dennis hat sich von Alex beschwatzen lassen. Sieht schön aus. Grün in der Zahnlücke, kann ich da drin schieben. Zahnersatz. Nein, genau. Lakritzstift. Soll ich der Kohlenmutti eine neue Glühbirne drinschrauben? Also du kannst ja meinetwegen eine hier drinschrauben, wenn du willst, aber okay, also die zahlt nicht. Achso. Da bin ich ja schon mal zufrieden. Wie, es geht doch. Ja, also man kann es aufrufen. Man muss es jetzt auseinanderschneiden und als PDF wahrscheinlich speichern und dann kann ich das... Dann sieht man eigentlich, wie schlecht das Auge ist, ne, wenn man so malt. Wie schlecht das Auge ist? Ey Mann, das ist 400%. 400%! 98%! Ah, er hat ein Mononoke. Prinzessin Mononoke. Mononoke! Er trägt auch einen Anzug. Auch? Unter Wasser. Das stimmt, man kann es schemenhaft erkennen. Also das machen wir mal wieder kleiner. Guck mal, wie das aussieht. Warte mal, Bildwerkzeuge, Filter, Räuchern, Ansicht. Kleiner. Da kann man das denn nicht hier zoomen irgendwie? Da ist es doch. Dennis, was sagst du? Super. Also, geht doch. Nein, ist wirklich toll. Also, dass er halt nur sagt, um der Süßholz weiter vorzudrücken. Nee, zu raspeln. Naja, wunderbar. Du bist ja fantastisch. Sehr schön. Stolz auf dich. Das hast du sehr schön. Das sieht wunderbar aus. Und jetzt kannst du noch einen Computer machen. Nee, ist das spaßig. Ich verwaufe. Der säuft nicht. Der taucht auf. Meine 70 Euro. Ist das meine? Meine Rechnung? Ja. Ja, nun, jetzt musst du das machen. Der Rest, ich mach da jetzt ja nicht. Ja, du, das machen wir nach dem Unterricht. Ich nicht mehr. Datei. Au! Die speichern. Unter. Desktop. Unter. Eins. Versteckt sich die ganze Zeit unter deinen Haaren. Ach so, deswegen. Aber nicht, dass du denkst, ich kann mir die dazu. Nee, nee. Nee, sie reißt mir die eh aus. Ich habe schon eine Glatze, glaube ich. Ja, ich habe noch Deckhaar. Musst du mal Daniela erzählen. Wieso? Naja, reißt die auch die Haare aus? Nee, aber die hat ja nur noch wenig Haare auf dem Kopf. Für eine Frau ist das nicht so schön. Ja, also da hast du, siehst du ja aus wie, also... Punk. Fucking Punk. Volles Haar. Aber die rupfen die ganze Zeit. Ich habe das mir schon überall so Fussel. Hier, Müller Sammelscan. Und tun jetzt weiter. Ja. Ja, das tut auch richtig weh. Wenn du dir ersatzweise eine Perücke auf den Kopf setzt. Ja. Ah, da ist eine.
Ich habe schon, Lubin macht das, hat das ja auch gemacht als kleines Kind, auch im Schlaf. Ne? Und das tut manchmal richtig weh, wenn die dann so schlafen und sich dabei erschrecken und dann dir die Haarbüschel ausreißen. Ne? Habe ich ja schon so eine Puppe mit Haaren gekauft. Ich dachte, dann lege ich die daneben, aber das hat sie gemerkt. Das wollte sie auch nicht. Na gut, Tom, ich muss nur zu meinem Essen, ne? Das ist in der Pfanne. Ja, ich bin ja froh wenigstens, dass das funktioniert hat. Wenigstens klappt mal ein bisschen was. Ja. Weiter bin ich trotzdem noch nicht. So, ein Knab, ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. Sah es kurz, um's mitzunehmen. Röslein auf der Heide. Ah, das werde ich eventuell nicht weiter dran machen soll. Erstmal drinnen mal kicken. Verzögerungen sind doch gerade mal eine halbe Minute. Ja, 20 Sekunden war jetzt immer so. Wie auch immer, ich mach Ende.